Hey, da sind wir wieder, Jungs und Mädels, an den Bildschirmröhren vor YouTube. Mann, Mann, Mann. Aber um den Claptrap direkt mal auszugrenzen, es gab wieder technische Schwierigkeiten. Deswegen haben wir ein kleines Zeitloch hinter uns, welches so eine ungefähr eine halbe Stunde unserer Aufnahme unbrauchbar gemacht hat. Während der Aufnahme ist nämlich irgendwie, hat die Aufnahme total vermurkst, sodass ich aus anderthalb Stunden, beziehungsweise das waren einer Stunde und 10 Minuten, nur noch sozusagen 35 Minuten retten konnte. Echt schrecklich. Also da ist irgendwas mit der AVI-Aufnahme schiefgelaufen, der Index war falsch, ich habe zwar repariert, aber von 10 Minuten konnte ich dann wirklich nur noch 35 Minuten retten. Also kurze Erklärung, was bisher geschehen ist. Dieser Herr, dieser Typ namens, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber er kann uns, er nuckt freundlich mit dem Kopf. Für den haben wir 3 Missionen gemacht. Zum einen, diese Windräder wieder zu aktivieren, zumindest 3. Eine weitere Mission war, dass wir hier so ein paar Racks, also diese Flugviecher, für ihn umnieten mussten. Und die besondere Herausforderung hierbei war, dass da hinten halt Banditen lauerten und uns wirklich zu schaffen gemacht haben. Aber wie ihr seht, ich habe es überlebt und bin mittlerweile auf Level 12. Mit unserem Protagonisten Roland, dem Soldaten, der hier auf Borderlands sein großes Glück sucht. Und wir sind momentan, haben den Minenschlüssel, ach ja, ich sehe es gerade, zwischenzeitlich haben wir auch noch einen Minenschlüssel erhalten durch eine Mission und müssen jetzt durch dieses Abwasserrohr-ähnliche Gebilde. Dort vor Ort erwartet uns die nächste Herausforderung. Und weiter war ich im Grunde noch nicht. Zuletzt war, glaube ich, ich habe die Videos jetzt nicht ganz auf dem Schirm, haben wir ja Bonehead besiegt und danach war eigentlich schon Ende Gelände mit der Aufnahme. Da waren die 35 Minuten natürlich rum. Kann leider, da ich über die Konsole spiele, auch nichts mit Mods und oder ähnlichem restaurieren oder rekonstruieren für euch. Tut mir an dieser Stelle leid. Aber ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen nachsichtig sein. Ich habe jetzt auch ein paar Tage mir Zeit genommen, mich ein bisschen mit dem Gerät intensiver zu befassen, natürlich. Und jetzt habe ich so ein paar Problemstellen ausmerzen können. Hundertprozentige Sicherheit, dass jetzt die Aufnahmen permanent funktionieren, kann ich nicht geben. Sollte es aber, zumindest konnte ich die Problematik ziemlich eingrenzen. Jetzt gehen wir zu den Arid Hills. Nein, nicht zu Paris Hilton, wir gehen zu was anderem und nicht zu Beverly Hills. Mhm, fängt schon wieder gut an. Drei Minuten 58. So, da sind wir auch wieder. Mann, es gab gerade schon wieder einen kleinen Abbruch in der Aufnahme. Ich muss mal in Zukunft gucken, wenn das jetzt häufiger ist, also das ist in der letzten Zeit verstärkt, wie gerade schon erwähnt, ist es nicht möglich oder das macht mir persönlich auch keinen Spaß, wenn ich alle 5 Minuten hier neu beginnen muss. So, ich spare mir jetzt mal kurz, ich weiß jetzt, nein, naja. Direkt mit einem praktischen Feuerwerk lege ich mal los und schau mal, ob wir hier was Neues haben. Oder was Neues gebrauchen können. Ja, okay. So eine kurze Übersicht verschafft. Aber mir fällt ja gerade ein, hier kriegen wir auch gar keine Waffen. Ha. Ja, ja, das weiß ich bereits. Danke, Merkes. So, mal hier so ein bisschen durchschleichen. Aha. Da vorne findet wieder jede Menge Skeks. Die Karnickel aus dem Border löhnt. Jetzt müssen wir uns mal hier hinschleichen. Was habe ich hier eigentlich? Die kleine Waffe und die andere ist... Okay, eine Schrotflinte. Ich lock die mal... Okay, das hat sich jetzt erübrigt. Die eigentlich wollte ich gerade auch uns locken, aber... Da hat der eine uns ja schon gesehen. Der Skeck-Welpe brennt. Und du rotz mich nicht an.
Das stehe ich ja mal gar nicht drauf. Der Brenner, kleiner Skekio. Zu Asche oder Kohle oder so. So, mit dir. Boah. Das macht sich ja richtig bezahlt, hier ein Elite-Soldat zu sein. Oder ein ausgebildeter Soldat. Da wisst man natürlich direkt, wo jeder Skek hier mit einem Schlag außer Gefecht gesetzt ist. Das liegt zwar nicht zuletzt eigentlich daran, dass wir gut geskillt sind, aber es klingt spannender, ne? Oh. Ja. Yeah. Wow. Nein. Ja, warum haben wir denn jetzt... Warum sind die alle? Mann. Nein. Verdammt, die wollte ich eigentlich ausrüsten. Ja. Dann wechsle ich die mal kurz. Mit... Ah ja, unter anderem haben wir in der Zwischenzeit auch eine dritte Waffe erhalten. Beziehungsweise können eine dritte Waffe tragen. So, rein da. In den Slot. Ich habe, glaube ich, jetzt die falsche ausgewählt. Aber in der Hektik bleibt natürlich keine Zeit, lange zu gucken. Aber ich sammle das erstmal ein, bevor es hier wieder verschwindet, das gute Zeugs, das gute. Aber eins ist jetzt schon mal klar. Zum Glück sind wir noch ziemlich starr am Anfang. Ich werde mir nämlich gleich mal die Pistolen upgraden, also zumindest das Magazin. Und dann hier ein bisschen Remi-Demi machen, hä? Geht ja nicht an! So, dann sollen wir aber mal vielleicht ein bisschen rennen, dann dauert es nicht so lang. Oh, dann leuchtet auch so ein schöner Strahl. Ich will auch so ein Strahl! Nein, den bekommt ihr nicht. Aber ich will den haben! Ich will! Sofort! Nein, du bekommst nichts. Oh. So, hier sind wir auch schon. So, jetzt müsste man natürlich mal kurz schauen. Das müsste theoretisch der Revolver sein. Aber um auf Nummer sicher zu gehen und jetzt nichts Falsches zu kaufen, schaue ich mir das einfach mal an. Und es ist, Ah, nee, ist doch nicht. Es ist die Maschinenpistolenmunition. Okay. Beziehungsweise die Repeater-Pistolenmunition. Steht ja schon im Namen. Pistole. Oder Pistolen. So, kaufen wir da mal ein bisschen. Kaufen wir erstmal das hier. Das kostet uns nur schlappe 6.104 Dollar. Und wir haben ja 15.000. Da macht ja nichts. Ist ja ungefähr die Hälfte. Aber ich verspreche euch, im Nachhinein wird sich das auf jeden Fall lohnen. Deswegen wollte ich auch gucken, weil man sich hier gerne schnell pleite spielen kann, wenn man nämlich das Falsche gekauft hat. So, jetzt schaue ich nochmal schnell, ob wir hier jetzt die richtige Schrotflinte ausgewählt hatten. Ich glaube nämlich nicht. Die war zwar rot, aber die war neu. Und neu ist ja bekanntermaßen, ne? Besser, richtig. Aber das scheint mir... Doch, ist auch eine Schrotflinte. Hätte ich... Ja, ich weiß, ich weiß. Das hätte ich schon bereits an der Munitionseinstellung sehen können. Aber ihr hängt ein bisschen mit dem Mikrofon im Bild und da sehe ich nicht immer alles sofort. So, runter. Okay, runter ist diese Waffe. Links ist diese Waffe. Okay. Und oben ist Schrotflinte. Okay. Ich weiß zwar nicht, wofür man bei einer Schrotflinte eine Anvisierung braucht, aber macht auf jeden Fall was her. Pimpt ja mal das Ganze so auf. Unnütz, aber effizient. In irgendeiner Art und Weise. Ja. Ja, aber so weit von voll immer. Voll in die Schlutterluke hier. Ey. Nimm das, du Sabberscheißer. Oh. F-U-C-K, F-U-C-K, F-U-C-K. F-U-C-K. Ja, du Schi. Kann man dich schlagen? Yes.
Yes, we can. Na. Mann, ging mein Leben gerade wieder durch mein unachtsames Handeln hier wieder schnell runter. Tja. So unachtsam war ich nun zwar nicht, aber war ja unsachtsam genug. Schön in die Futterluke das Dingen gesetzt. Ich glaube, die wird mir noch gefallen, diese Waffe. Ja, die Rübe ist jetzt pulverisiert. Und hier haben wir natürlich hier noch so ein paar Mehrzweckgranaten. Mehrzweckgranaten. Deswegen, weil die Upgrades oder die Spezialfähigkeiten, die ihr dafür kaufen könnt oder wir, egal auf welche Granate einsetzbar sind. Deswegen Mehrzweck. Aber ich sollte mir vielleicht noch so ein... Ja, ich weiß, ich bin noch nicht weit gekommen. Ist aber auch eine relativ skeckvolle und freudige Stelle. Normalerweise sind hier noch andere Skecks. Was war denn das da? Achso. Das war eine Windmühle. Und jetzt gehen wir mal den anderen Weg. Weil hier waren auch noch ein paar Sachen, wenn ich mich recht entsinne. Sowas wie ein gekotzter Haufen. Ah ja. Wieso bin ich voll? Das ist ja nicht toll. Moment. Oh Gott. Also wirklich mit dem Menü, es variiert von Spiel zu Spiel und mittlerweile haben die sich ja eintendiert, hier alles auf Select zu haben. Wobei ich es liebend gerne auf Dreieck oder Kreis habe. So, was können wir denn mal kurz hier... Warte mal. Wow. Yes. Oh, hier ist gar nichts drin in der Tonne. Was für eine schöne Wonne. Es ist nichts mehr in der Tonne. Und hier ist ein bisschen Knete drin. So, und hier haben wir auch wieder Knallbonbon-Effekte für unsere Granaten. Ich würde nämlich jetzt gerne noch zwei, drei Waffen verkaufen. Mit alter Ausrüstung kann man nicht viel erreichen. Kauf dir was Neues. Um damit ein wenig Platz in unserem Inventar zu schaffen. Ach, weg damit. 11x25 und die hat, achso, da unten. 12x28. Ja, die ist auf jeden Fall mit mehr Wumms ausgestattet. Bist du sicher? Ja, so sicher war ich mir, glaube ich, noch nie. Die behalten wir jetzt nochmal. Wir haben einen... Was haben wir denn jetzt ausgerüstet? Wir haben ausgerüstet... wir haben ein Schild ausgerüstet. Welches ist es denn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das 60er haben. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir haben... Ne, das 18er ausgewertet. Ausgewählt. Dann können wir nämlich dieses... Kleine hier verkaufen. Dann haben wir nämlich wieder mehr Platz im Inventar. Was sich als nützlich erweisen sollte. Jetzt ist natürlich die Frage, behalten wir die hier? Die hatten, macht einen Schaden von 15. Zielgenauigkeit von 88. Das ist nicht so ganz wichtig. Hat aber eine Feuerrate von 6,9. Und die Waffe, die wir hier ausgewählt haben, ihr werdet jetzt wieder lachen, ja... Die hat, na gut, die macht einen Doppelschaden. Und die macht das, aber Feuer ist in der Regel sehr viel effektiver. Teste ich jetzt mal und danach kann man sie ja immer noch mal verkaufen. Was ist das denn hier Schönes? Das war auch für irgendwas, aber das bekommen wir, glaube ich, noch. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wofür das war. Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit. Du wirst es nicht bereuen. Nein, ich weiß, ich werde es nicht bereuen. Deswegen kaufe ich ja auch welche. 1, 2. Mann, die Dinger sind aber teuer. Gibt es hier nichts anderes? Irgendwie. Ja, die hier, aber erhalten 16 Sekunden. Okay. Nehmen wir das noch. Für die schnellen Amphetamine zwischendurch, um den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen.